Manuskripte, Zeitschrift für Literatur. Manchmal scheint es mir, zu den Milliarden von lebenden und sterbenden Menschen würde es Milliarden von Schattenmenschen geben, von deren seltsamer Zwischenwelt uns wenig bekannt ist. Kann sein, dass die Toten hier warten. Vielleicht bewohnen sie die Städte, in die ich immer wieder zurückkehren muss. Nächtliche Zweitgesichter wirklicher Städte, prägnanter und individueller als die Gesichter mit verwaschenen Zügen, die sie dem Tag zuwenden. München, das fast nur aus einem unübersichtlichen, potenziell endlosen und sich auch unablässig verwandelnden U-Bahn-Netz mit dem Hauptbahnhof irgendwo im Zentrum besteht. Man kann niemals wissen, wo in dieser Stadt man an die Oberfläche kommen wird. Es gibt Lokale, in denen man auf Bekannte treffen würde, aber man wird sie verfehlen. Paris, das manchmal London heißt, kompakt und zugleich riesig, von einer imaginären Stadtmauer umgeben, in der Mitte von einem Fluss durchschnitten, in einer einzigen Anstrengung zu überfliegen und zu durchmessen, während man sich zugleich auf endlosen Fußmärschen zwischen den wie in einer Einlegearbeit ineinander verschränkten Häuserblöcken verlieren kann. Die kleine Stadt im Norden am Meer, am Ende der Bahnstrecke, die manchmal Hamburg und manchmal Kopenhagen ist und in mir schon bestand, bevor ich in Hamburg oder in Kopenhagen war. Eine Hauptstraße, die einzige dieser Stadt, zieht sich nach oben hin zum Meer, wo es weder einen Hafen gibt, noch einen Quai oder Strand, sondern die Stadt, mit ihr die Welt, einfach abbricht. Links und rechts von dieser Hauptstraße sind in den engen Gässchen spätabends, ich komme immer spätabends hierher, kaum Menschen unterwegs. Den wenigen, die man antrifft, muss man misstrauen. Ein Autobus, den ich immer versäume oder aus dem ich immer bei der falschen Station aussteige, fährt die Hauptstraße entlang. Viele finstere Geschichten, von denen ich vielleicht nur wenige überlebte, haben sich im Lauf der Jahre in dieser Stadt abgespielt. Ich habe sie alle vergessen. Doch es ist sicher, dass ich sie wiederfinden kann, so wie ich auch das Hotel wiederfinden kann, in dem ich vor vielen Jahrzehnten in Paris, London gelebt habe. In einem Blitz können sie da sein. Dann werden die Zeit und die Geografie ausgeschaltet. Und ich würde etwas begreifen, von dem wir als Wache keine Ahnung haben. Jede Nacht kann ich über die Stadt fliegen und sie als Ganzes überschauen und dann, wie durch das Umlegen eines Schalters, in sie hineinstürzen, nahe am Fluss unterwegs sein, immer müder werden, so müde, wie man nur in der Tiefe eines Traums werden kann. Ich weiß das versteckte Haus ganz nah und werde es doch nicht erreichen, in dieser Nacht nicht. Und in keiner anderen Nacht. Du musst noch müder werden. Ganz langsam, du merkst es kaum, setzt sich der Schalter erneut in Bewegung.